Wenn es um Steuern oder Buchhaltung geht, ist der Steuerberater die Rettung in der Not. Demnach verlangen sie auch oftmals eine hohe Vergütung, wenn sie dich mit ihrem hart angearbeiteten Fachwissen beraten. Da es sich hier aber nicht um Waren, sondern eine Dienstleistung handelt, sind die Steuerberater in ihrer Preispolitik relativ frei. Wir sagen dir, wie sich die Kosten für einen Steuerberater zusammensetzen und worauf du bei der Wahl deines Steuerberaters achten solltest. Grundsätzlich sind die Kosten abhängig von den Einnahmen deines Unternehmens und dem Aufgabenbereich des Steuerberaters. Du hast die Möglichkeit, dich in verschiedenen Bereichen unterstützen zu lassen. Beispielsweise kannst du deine komplette Buchhaltung an den Steuerberater abgeben oder ihn als Beobachter und Überwacher der Zahlen einstellen. Eine Richtlinie, nach denen Steuerberater vergüten, gibt es aber dennoch. Die Steuerberatervergütungsverordnung. Du kannst sie glücklicherweise auch nur StBVV nennen. Diese Verordnung legt einen Rahmen fest, in dem sich die Gebühren der Steuerberater ansiedeln. Seit Mitte 2016 kann der Steuerberater den Rahmen etwas freier bestimmen. Oder zumindest die Grenzen nach oben und unten ausweiten. Dafür muss der Steuerberater jedoch schriftlich dein Einverständnis anfordern. Es gibt die Tabellen A bis E, welche verschiedene Gebührensätze behandeln. Dort werden Gegenstandswerte aufgeführt und die entsprechende Gebührengrenze, die maximal berechnet werden darf. Du kannst eine volle Auflistung in unserem Blogbeitrag finden. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung. Die Gebührenangaben der Tabelle beziehen sich immer auf die vollen Gebühren, also der Anteil 10 von 10. Diese sind jedoch zusätzlich von der Tätigkeit abhängig, welche die Verordnung einstuft. Nachdem die anteiligen Ober- und Untergrenzen ermittelt wurden, berechnet dir der Steuerberater üblicherweise die Mittelgebühr. Er kann den Aufwand auch höher angeben, sofern dies gut begründet und dokumentiert ist. Schauen wir uns zunächst mal die Finanzbuchhaltung an. Hier gilt Tabelle C als Grundlage. Nun hast du ganze 5 Wahlmöglichkeiten. Jede Möglichkeit zieht einen gewissen Anteil der Gebühren mit sich. Für die vollständige Buchführung kann sich die monatliche Gebühr zwischen 2/10 bis 12/10 der Angaben in Tabelle C bewegen. Das Kontieren der Belege kostet zwischen 1/10 und 6/10 der Gebühren, die Buchführung nach bereits kontierten Belegen oder die Buchführungsüberwachung ebenfalls. Die Buchführung gemäß bereits erstellter Buchführung deines Unternehmens kann zwischen 1/20 und 10/20 der Gebühren kosten. Dies bedeutet, dass du die Rechnung kontierst und die Buchhaltung über das EDV-System führst, woraufhin dein Steuerberater die Daten auswertet und die Umsatzsteuervoranmeldung übernimmt. Du überlegst, deinen Steuerberater für den Jahresabschluss zu beauftragen? Dann musst dir bewusst sein, dass weitere Kosten anfallen. Diese Teilaufgaben zum Jahresabschluss findet man in Tabelle B. Unterschieden wird zwischen Erstellen einer Einnahmen- und Überschussrechnung, Erstellen eines schriftlichen Erläuterungsberichtes, Aufstellen der Gewinn- und Verlustrechnung und einer Bilanz, Erstellen eines Anhanges, Entwickeln einer Steuerbilanz aus der Handelsbilanz und Ableiten des steuerlichen Ergebnisses aus dem Handelsbilanzergebnis. Nun betrachten wir noch die Kosten für betriebliche Steuererklärungen. In manchen Fällen werden betriebliche Steuererklärungen in der Finanzbuchhaltung abgedeckt. Ist das bei dir nicht der Fall, kannst du sie gesondert beanspruchen. Die Kosten findest du in Tabelle A. Die Gebührenrahmen gelten für Umsatzsteuervoranmeldung, Umsatzsteuererklärung, Gewerbesteuererklärung, Körperschaftssteuer und die Erklärung zur gesonderten Feststellung der Einkünfte. Zusätzliche Kosten für deinen Steuerberater können durch Auslagen, Beratungen oder Zeitgebühren anfallen. Gelten die Vereinbarungen mit dem Steuerberater für mindestens ein Jahr, kannst du für wiederkehrende Tätigkeiten alternativ eine Pauschalvergütung vorschlagen. Nutze auf jeden Fall den Verhandlungsspielraum aus, denke aber daran, alles vertraglich, am besten schriftlich, zu vereinbaren. Kosten senken kannst du, indem du Teilbereiche selbst übernimmst. Eine ordentliche Buchhaltung vermeidet zusätzlichen Aufwand und somit zusätzliche Zeitgebühren. Am einfachsten geht das über eine Buchhaltungssoftware wie SafeDesk. Dort kannst du alles für den Steuerberater vorbereiten und ihm direkt Zugriff auf die Daten geben, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Wichtig ist jedoch nicht nur das Finanzielle, auch die Chemie zwischen dir und deinem Steuerberater sollte stimmen. Denn nur so kannst du eine gute Zusammenarbeit garantieren. Leider kann natürlich auch der Fall eintreten, dass du mit deinem Steuerberater nicht zufrieden bist.
In diesem Punkt ist es wichtig zu wissen, dass der Vertrag nicht auf den Erfolg der Tätigkeit abgestimmt ist. Der Berater schuldet dir nur seine Tätigkeit. Du kannst ihm nicht einfach die Zahlung kürzen, weil du mit seiner Leistung nicht zufrieden bist. Wie bei vielen Dingen im Leben gilt auch hier reden. Spreche mit deinem Steuerberater und sage ihm, dass du unzufrieden bist. Findet hier keine Einigung statt, kannst du dich auch an die entsprechende Steuerberaterkammer wenden. Sie prüft Verstöße gegen die Berufspflichten. Erleidet dein Unternehmen Schaden durch eine verspätete oder falsche Handlung des Steuerberaters, kannst du Schadenersatz fordern. Ein kleiner Tipp am Rande. Du kannst die Kosten für die externe Buchführung als Betriebsausgaben angeben und sie damit von der Steuer absetzen. Jetzt weißt du zumindest grob über die Gebühren für einen Steuerberater Bescheid. Am besten wirfst du noch einen Blick in den Blog-Eintrag für genauere Erklärungen der Gebührenrahmen. Wir hoffen, wir konnten dir weiterhelfen. Wenn ja, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben und ein Abonnement.